Hallo und guten Morgen von der Côte d'Azur. Ja, wir sind mittlerweile im Süden angelangt. Wie ihr seht, bin ich auch perfekt für den Süden gekleidet. Kurze Hosen, T-Shirt, aber wir waren gerade zu froschen, deswegen. Aber sonst kann man hier momentan echt bei den Temperaturen schön rumlaufen. Wir haben momentan 12 Grad, heute Morgen schon um 10. Aber es werden heute noch so 20, 21 Grad, weil im Lortal wurde es dann schlechter, mehr Wind, umso mehr wir Richtung Meer gefahren sind. Da haben wir gesagt, ne. Jetzt haben wir die Schnauze voll, haben hier unten geguckt, ob wir noch einen Campingplatz kriegen über Ostern. Haben wir zum Glück den letzten Platz gekriegt, in der Tat. Ja, wir befinden uns auf dem Camping Estrell. Ich schreibe es auch nochmal in die Videobezeichnung unten rein. So zwischen Saint-Tropez und Nizza, so in der Mitte, genau. Zum Meer sind es mit dem Auto 5 bis 10 Minuten. Eigentlich super schön hier eigentlich. Ja. Ein sehr warmes Klima, habe ich ja schon gesagt, so 20, 21 Grad soll es heute werden. Was machen wir heute? Wir werden heute Richtung Cannes und Nizza fahren. Wir werden uns die Städte mal anschauen. Und vielleicht schaffen wir es auch noch nach Monaco. Wir machen das den nächsten Tag oder so. Ja, da würde ich einfach mal sagen, ihr seid dabei, wir nehmen ein paar Aufnahmen auf. Wir wollen auch, es gibt drei Straßen, wo man langfahren kann. Man kann die Küstenstraße fahren, dann die auf der mittleren Ebene, das ist die Interieur. Und ganz oben die Superior. Das war zum Beispiel, glaube ich, bei James Bond Skyfall, die Anfangssequenz, wo er mit seinem Auto da rumgedonnert ist. Da wollen wir mal gucken. Weil jetzt unter der Woche ist es noch wahrscheinlich angenehmer zu fahren als am Wochenende. Da ist wahrscheinlich Halligalli, zumal da auch noch Ostern ist. Ja, da würde ich einfach sagen, kommt einfach mit. So, jetzt sind wir am Meer. Ich rede extra mal lauter, weil ich das Mikrofon nicht dabei habe. Das liegt oben im Auto. Aber guck mal, wir sind ganz einsam an einem Strand. Jetzt laufen wir mal davor. Ganz einsam. Alles in Rot. Hat sowas von Australien. Ja, jetzt fahren wir mal weiter Richtung Cannes. So, jetzt sind wir in Cannes und schwer zu ersehen. Wir gucken jetzt gerade nach unserem Boot, wie und was unser Boot so macht. Nein, Spaß.
Leider können wir uns hier kein Boot leisten. Wir können selber mal die Parkgebühren leisten. 3,60 Euro pro Stunde. Minimum. Das ist für die erste Stunde, danach wird es richtig teuer. Deswegen machen wir hier jetzt kann im Schnellprogramm, weil es echt schweineteuer ist. Ja, aber es ist eine sehr schöne Stadt. Wir sind ja einmal kurz schon mal durchgefahren, auf der Suche nach einem Parkplatz. Leider gab es jetzt nicht so, deswegen mussten wir jetzt auf einen gebührenpflichtigen Parkplatz ausweichen. Ja, dann seht ihr mal, wie es so ausschaut hier. Sind wir ganz hoch gelaufen. Aber schon ein ganzes Stück, geht steil hoch. Aber Cannes ist nicht nur das Parken teuer, sondern auch das Essen. Wir haben gerade eben gesehen, Pizza 15 Euro, aber es ist nur eine halbe Pizza. Also eine ganze Pizza vorneweg 30 Euro. Das ist heavy. Wir laufen mal weiter. Also in der Altstadt ist echt noch ruhig, im Gegensatz zum ganzen Trubel in der Hafenregion, ist hier in der Altstadt echt gemütlich und ruhig. So, hier hat es sich Pablo Picasso niedergelassen und jetzt ist es mittlerweile wirklich so ein Künstlermekka, wo ziemlich viele Künstler sind und so. Jo. Ah, wie heißt der Ort? Mugar. Mugar. Ich habe es auch vorher schon fotografiert. Jetzt sind wir in Graz, das ist die Parfümhauptstadt. Hier geht es alles um Parfüm. Hier hat auch, glaube ich, der Film das Parfüm gespielt. Schöne kleine malerische Altstadt. Eine relativ große Stadt, aber die Altstadt ist sehr malerisch. Ja, jetzt laufen wir noch so. Sarah mischt noch in so ein, zwei Museen rein. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, das Museum, die Antiquitätenabteilung, sag ich mal, wo es wirklich so römisch, ägyptisch und sowas, was wirklich interessant ist, ist leider unter Baustelle und somit kommen wir nicht ins Museum. Habe ich ein Glück heute wieder. Aber es gibt leider noch eins, aber das kostet nichts, das ist gut. Ja, was ich noch sagen wollte, im Eingang von der Fußgängerzone war es eigentlich, hat es echt viel gerochen. Also man riecht schon, dass man da in der Parfümhauptstadt ist, weil jeder Laden irgendwie ein bisschen Parfüm verkauft und selbst kreiert und sonst was. Ja, jetzt gehen wir mal an das andere, und zwar in dieses Parfümerie Frangonard. Frangonard. Sehr berühmt. Thank you.
zurück. Jetzt sind wir noch vom Gras, sind wir jetzt zurück auf den Campingplatz über die über das Gebirge gefahren. Wir sind gejagt. Ich habe das Auto wirklich mal durchgetreten. Zwischenzeitlich haben die Reifen mal ein bisschen gequetscht. Das habe ich noch nie hingekriegt, aber hier ging's. Das sind ja die guten alten Winterreifen, aber die werden ja sowieso abgefahren. Ja, jetzt machen wir noch einen gemütlichen. Wir haben wirklich den ganzen Tag jetzt unterwegs. Wir grillen heute noch. Das gibt, was gibt's heute? Halb T-Bones und noch Hähnchenhammer und mit Gemüse und Salat. Das grillen wir dann hier schön. Und lass einen schönen Abend ausklingen mit einem schönen leckeren Bier. Prost und bis morgen.